Trotz kühlerer Temperaturen trafen sich die Pensionisten aus Ebenfurt zu einer leckeren Grillparty im Restaurant Lucia. Die Pensionistenverein trifft sich wahrscheinlich schon traditionell hier zu einem wirklich leckeren Essen. Was hat es denn heute gegeben? Heute hat es Spanferkel gegeben mit Kraut und Knödel, gemacht vom Restaurant Lucia. Wunderbar hergerichtet, also eine tolle Veranstaltung. Leider spielt das Wetter nicht so mit, aber es passt. Wir haben wieder über 100 Mitglieder bei uns und das freut uns ganz besonders. Wie viele gibt es denn insgesamt und was macht ihr denn so das ganze Jahr? Ja, wir haben an die 200 Mitglieder. Alle Woche sind Dienstag der Clubabend. Nachmittags beginnen wir um ca. 15 Uhr und es ist einfach toll. Es werden Spiele gespielt, Wanderungen gemacht, Ausflüge, ja, ganz einfach. Einfach wirklich toll, gemeinsam statt einsam, sagen wir immer wieder. Das heißt, eine große Familie und natürlich für die sozialen Kontakte unabdingbar. Ohne das wäre es nicht möglich. Ich muss eigentlich wirklich Dank sagen unserer Stadtgemeinde, die uns wirklich unterstützt. Das ganze Jahr hindurch, wir haben ein tolles Clublokal und dafür möchte ich wirklich nochmals recht herzlich unserem Bürgermeister Dank sagen. Alljährlich, traditionell gibt es offensichtlich hier ein besonders tolles Essen. Wie wichtig sind euch denn die Pensionisten? Weil der Obmann hat sich gerade herzlichst für das tolle Clubhaus unter anderem bedankt bei der Gemeinde. Ja, ich würde einmal meinen, dass Pensionisten schon etwas geleistet haben. Pensionist heißt ja nicht immer, dass man durch eine Verunfallung vielleicht ein Frühpensionist ist, sondern man hat ein gewisses Alter am Rücken drauf und man hat auch das Seinige für die Allgemeinheit, für die Gesellschaft geleistet. Und ich glaube, dass es auch wichtig ist, dass man den älteren Menschen auch hergeht und zur Hand geht und von Seiten der Gemeinde dementsprechend auch Unterstützung gewährleistet. Ist sogar ein, wenn man die Alten nicht schätzt oder die Alten nicht mag, dann sollte man eigentlich auch im gleichen Atemzug sagen, dann hat man auch keine Chance auf eine Zukunft. Bürgermeister kommt extra zu euch? Ja. Ist das eine Ehre oder ist es selbstverständlich? Es ist eine Ehre, aber wir kennen ihn sehr gut. Wie wichtig ist euch so ein Treffen für die Pensionisten? Trefft ihr euch öfters oder seid ihr nur einmal im Jahr da beieinander? Öfters. Alle Wochen sehen wir sie. Wir treffen uns jeden Dienstag. Wenn es schön ist, bei mir im Garten oder mit dem Rad unterwegs, 20, 30 Kilometer. Ansonsten immer im Verein. Ist immer recht nett und immer recht lustig. Einmal feuchtfröhlich, einmal ganz normal.